Wir haben viel gefunden. Nicht schlecht. So einen Fund hat es in der Geschichte der Hamburg Süd auch noch nie gegeben. Das Tauchteam der Kieler Uni in geheimer Mission. Schatzsuche in der Kieler Förde. Der Schatz, ein Zufallsfund. Noch ist nicht klar, wie groß er ist. Heute heißt es, so viel wie möglich bergen. Das ist so ein Jahrhundertfund. Dementsprechend ist es spannend, bei sowas dabei zu sein. Wir hoffen, dass alles klappt und wir hoffen natürlich, dass wir eine ganze Menge finden. Es ist immer ein kleines Abenteuer. Und in dem Fall hat man immer noch den Nervenkitzel des Findens und des Suchens dabei. Spannung pur, ne? Das ist das erste Mal, dass ich sowas überhaupt mitmache. Also so ein Schatzsuche, wie man so sagt. Als kleines Kind habe ich immer davon geträumt und gespielt. Es bedeutet für mich sehr viel. Es ist aufregend, spannend und ich möchte es echt nicht missen. Die Funde stammen von einem Dampfschiff aus den 20er Jahren, der Monte Olivia. Mehr als 100 Silbersachen konnte das Team bereits bergen. Die Taucher vermuten, es gibt noch viel mehr. Deswegen ist alles streng geheim. In dem Moment, wo das bekannt wird, kommen auch Schatzjäger und Plünderer. Und das wäre ein Desaster. Die Sachen sollen ja in die Öffentlichkeit. Und je mehr von diesem Schatz verloren geht, umso mehr geht auch von dem Hintergrundwissen verloren. In wenigen Wochen soll der Schatz in einem Museum in Hamburg präsentiert werden. Bis dahin muss so viel wie möglich gesichert werden. Die Fundstelle liegt nahe der Nord-Ostsee-Kanalschleuse in der Kieler Förde. Keine Sonne, schlechte Sicht unter Wasser. Die Bedingungen für Expeditionsleiter Hubert Pinto de Kraus heute nicht ideal. Die Teams sind soweit eingewiesen. Das heißt, wir haben hier an der äußeren Boje einmal Ulf und Andreas. Die Suchaufgabe ist klar, ihr orientiert euch unten, ihr habt ein Reel dabei, ihr habt damit einen 80 Meter Radius. Und Team 2 ist im mittleren Bereich, mittlere Boje, und das dritte Team mit Andreas wird dann versuchen, den Kessel abzubergen. So langsam steigt der Puls, wir freuen uns, ja. Jetzt geht's los. Die Taucher orientieren sich an einem Reel, ein Seil, das an der Boje eingehakt wird und die Position fixiert. Der Schatz liegt in 18 Metern Tiefe. Wassertemperatur gerade mal 4 Grad. Maximal eine halbe Stunde kann das Team unter Wasser bleiben. Es war kalt, dunkel, das Licht hätte besser sein können. Aber interessant. Viel Müll und Schrott haben wir gefunden. Jeder Fund ist was Besonderes. Okay. Ja, genau da. Da einmal runterspülen. Ja. Heute haben wir hier zum Beispiel einen Löffel aus Silber dabei. Der muss natürlich auch noch mal geputzt werden. Auch wieder mit den Insignien von der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft. Das Tafelsilber der Monte Olivia. Durch Zufall bei einem Einsatz gefunden. Eigentlich waren die Taucher auf der Suche nach herrenlosen Fischernetzen. Das ist eigentlich eine riesige Kraterlandschaft voller Maschinenschrottteile. Aber überall zwischendrin lagen dann Besteckteile. Das war schon so surreal, dass wir das auf keinen Fall unten lassen wollten und auf jeden Fall mit hochbringen mussten. Ja. Und dann war es ja doch nicht nur Schrott, wie vorerst gedacht. Fast 80 Jahre lang blieb der Schatz unentdeckt. Die einzige Erklärung für uns ist, dass hinter uns
die ehemalige Marinekaserne ist. Das heißt, das war immer ein militärischer Sicherheitsbereich. Und die Marinetaucher, wenn die tauchen, dann tauchen sie mit einer Sicherheitsleine oder mit einer Boje. Und die Sicherheitsleine ist maximal 80 Meter lang. Und rund um die Pier, dort wo die Schiffe und Boote lagen, da wurde sicherlich auch von den Marinetauchern alles abgesucht. Aber hier ab 100 Meter Distanz zur Pier, da fangen die Funde an. Die Monte Olivia, gebaut 1924, brachte Fracht und Passagiere nach Südamerika. Solche Überfahrten kosteten damals umgerechnet 10.000 Euro. 6 Wochen war man unterwegs. Berühmtheiten wie Einstein waren an Bord des Luxusliners. In den 30ern war das Schiff als Erholungsdampfer in Europa unterwegs. Fuhr als Kraft-durch-Freude-Schiff in der Nazi-Zeit. Die unbemannte Monte Olivia sank 1945 nach einem Bombentreffer in der Kieler Förde. Das Wrack wurde zerlegt und abgeborgen. Das Inventar samt Silber fiel dabei einfach auf den Meeresgrund. Wir haben jetzt ein Team abgesetzt mit der Suchaufgabe, diesen Kessel, der letzte Woche gefunden wurde, zu suchen. Und wenn Sie ihn gefunden haben, dann sollten Sie eine Markierungsboje setzen. Auch Maschinenteile liefern wichtige Informationen über das Leben an Bord. Du kannst sonst die Leine mit runternehmen, schlägst an und bringst sie dann wieder an die Wasseroberfläche. Ja. Und so wie die Taucher schon sagten, Messing oder Kupfer und Vollwasser. Also ich schätze, es wiegt schon seine 40 Kilo, was wir hier gerade hochziehen. Es sieht aus wie ein Heißwasserkessel, also Vorbereitung und Aufbereitung heißen Wassers. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auch aufgrund des Materials, dass das der Monte Olivia gehörte. Ja, es ist natürlich immer was Besonderes und auch kurios, sowas dann zu finden. Man sieht aber auch hier jetzt wieder an der Oberfläche, wie eingelagert dieses Schweröl noch ist da unten. Das wird jetzt natürlich freigesetzt. Das ist gar nicht in dem Kessel selber drin, sondern haftet dann an dem Material noch an. Man sieht hier oben sogar noch die Einlage mit Holz, diese Kombination Kupfer und Holz, zeigt eben, dass es einfach ein Gegenstand ist, der zu diesem 100 Jahre alten Schiff dazugehört. Nur wenig Silber haben die Taucher heute gefunden. Schatzsucher sind sie normalerweise nicht. Die Gruppe macht sich sonst stark für Umweltschutz im Meer, schützt Meerestiere, sammelt Müll, alles ehrenamtlich. Der wurde aus einem Teil wirklich gebördelt. Hier sieht man die Naht, wo er verlötet wurde, die richtig im Zickzack gelegt wurde, so wie das früher eben gemacht wurde, mit dem richtigen Messinglot am Kupferkessel. Hier vorne der Flansch komplett aufgenietet, die Nähten, die Dichtflächen, oder die Dichtungen hier sind auch noch aus Kupfer. Diese Handwerkskunst und dieses Filigrane und dieses und doch diese Präzision, mit der das gefertigt wurde. Das ist einfach Wahnsinn. Es neigt mir so ein bisschen, so ein Stück weit, so ein Gefühl von Ehrfurcht tatsächlich auch ab. Weil das ist, finden Sie mal einen, der sowas heute baut. Das kann kein Mensch bezahlen. Das ist einfach Wahnsinn. Und davon haben die ja nicht nur einen gebaut. Davon gab es ja ein paar mehr. Auch Besteck und Geschirr gab es einiges an Bord. 2500 Passagiere konnte die Monte Olivia befördern.
Die Taucher sehen heute zum ersten Mal die gesammelten Schätze. Ja, schon gigantisch. Beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Was man nach der langen Zeit noch so findet. Man findet es halt irgendwie und denkt sich gar nichts dabei. Und dann wird halt einem von Hubert gesagt, so, ja, das ist Silber. Und man glaubt es erst gar nicht, weil es natürlich auch ein bisschen vergilbt ist durch die Zeit. Aber es ist einfach echt wirklich, wirklich schön. Unter Wasser habe ich gedacht, da liegt eine alte Gießkanne, eine Plastikgießkanne. Und habe sie dann vorne angefasst und sie brach auseinander. Leider. Es war aber eine dieser Silberschalen, Milchschalen, Wasserschalen, was auch immer das ist. Ich habe sie dann unter Wasser gelassen, weil ich gedacht habe, naja, damit willst du jetzt nicht unterwegs sein. Das Gesicht, als ich Hubert erzählte, dass ich sowas gefunden habe, das war Gold wert, weil er gesagt hat, wie kannst du das unter Wasser lassen? Tafelsilber ist zwar nur versilbert, der Sammlerwert übersteigt aber bei weitem den Materialwert. Wir haben natürlich auch im Internet ein bisschen recherchiert. Wir haben gesehen, dass einzelne Stücke in Amerika, zum Beispiel so 6 einzelne Becher aus dieser Zeit von der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft, mit 16.000 Dollar gehandelt werden. Und hier haben wir so ein Konvolut an Funden. Also je größer der Fundkomplex, der zusammengehört, umso wertvoller sind die Sachen auch. Ja, müssen wir noch mal. Wem solche Funde gehören, regelt das Schatzregister des Landes. Das Alter der Gegenstände spielt dabei eine wichtige Rolle. Dadurch, dass die Sachen noch keine 100 Jahre alt sind, sondern 98 Jahre alt, übertragen wir die Funde. Die gehören uns, gehören der Forschungstauchervereinigung und wir übertragen sie aber an das Museum und damit an die Öffentlichkeit. Ein Schatz per Definition ist es aber nur, wenn der Eigentümer nicht auffindbar ist. Ob das Silber wirklich den Tauchern gehört, ist deshalb noch nicht geklärt. Die Stücke sollen im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg ausgestellt werden. Vorher werden sie begutachtet. Nicht schlecht. Es ist natürlich hier so ein Fund, dass man nicht so schnell wiederfinden kann. Das ist relativ selten, dass man solche Funde hat. Für Kurator Gerrit Menzel setzt sich die Geschichte der Monte Olivia wie ein Puzzlespiel zusammen. Dass das jetzt wieder aufgetaucht ist, grenzt ja auch ein bisschen an ein Wunder, denn damit hat in der Gegend eigentlich niemand gerechnet. Der Schatz lag im Grunde vor unserer aller Augen. Aber es wusste halt keiner und es hat nie jemand nachgesehen. Also ein Riesenglück. Gerade für uns. Enormer Druck hat die Gegenstände verformt. Anladende Schiffe im Hafen, vielleicht sogar der Bombeneinschlag. Das machte es für Restaurator Frédéric Lebas besonders interessant. Ja, hier sieht man Reste von dem Boden, wo es lag. Starke Korrosion. Ich würde gar nichts mehr machen hier. Das ist auf jeden Fall ein Zustand, dass man so lassen muss. Und nicht weiter irgendwas machen. Diese ganze Geschichte hier, das ist schon sehr wichtig zu sehen, dass es wirklich von einem Wrack war. Und das ist über 80 Jahre lang unten im Boden geblieben. Und das kann man nicht ändern. Darf man auch nicht ändern. Die Fundstücke erzählen so ihre ganz eigene Geschichte. Und deswegen ist das für uns vom Herzen her ein ganz, ganz großer Wert, den wir aber natürlich nicht in Geld ausdrücken, sondern in unseren guten Gefühlen, die wir mit den Sachen verbinden. Schon in wenigen Wochen sollen so viele Fundstücke wie möglich präsentiert werden. Gestern war super. Wie gesagt, wir hatten ordentlich Funde, große Teller, Töpfe, haufenweise Messer, Gabeln. Ich hatte wieder 2 Säcke voll, die auch echt schwer waren zum Schluss. War super. Und da vermuten wir halt noch viel mehr. Wir hoffen einfach, dass wir wieder auf die gleiche Fundstelle kommen wie gestern. Und manchmal haben wir Schiffsanläufe, dann ist der Grund schön aufgewirbelt, das Sediment ist abgetragen und dann liegen die Funde offen.
Und wenn das Sediment wieder drüber liegt, dann wird es ein bisschen schwieriger. Dann muss man viel tasten, immer wieder ins Sediment hineingreifen, schauen, was man dort erfüllt mit den dicken Handschuhen, um dann die Sachen herauszuziehen. Bergungseinsatz Nummer 16. Mit 6 Tauchern geht es heute zur Fundstelle. Gestern hatten wir bei unserem Einsatz sehr viel Wind und Sturm. Und heute haben wir wirklich spiegelglatte See. Das kommt uns ein bisschen entgegen. Gestern war dementsprechend auch die Sicht eingetrübt und das Sediment sehr aufgewirbelt. Und wir haben eben im Hafen schon gesehen, dass sich das Sediment gelegt hat. Die Sicht wird viel besser sein und damit auch die Arbeit für die Taucher einfacher. Jetzt markieren wir die Stelle. Wir haben so Hauptfundstellen und in diesem Bereich setzen wir jetzt einmal ein Grundgewicht, damit die Taucher sich orientieren können. Und zum Abtauchen und um dort dann ihr Reel einzuhaken. Okay, hinter euch ist frei. Entlang der Wrackposition haben die Taucher ein Seil gespannt, um sich zu orientieren. 160 Meter lang war das Schiff, 12 Meter breit. Schlüssel bis hin zu Besteck. Sicht war gut. Die schweren Sammelsäcke haben die Taucher am Grund an den Leinen der Boje befestigt. Ah, wunderbar. Das sind die Unterteller für die Tasse dazu. KR Raum. Also ich habe ihn gefunden und dachte mir direkt so, was hat es abgeschlossen? Und ja, gerade auch die Initialien oder ob es überhaupt Initialien sind, das kann ja auch ein Raum sein oder so, der benannt wurde. Da geht einem schon vieles durch den Kopf, so was ist damals passiert, was war in dem Raum drinne und ja, ist schon spannend. Ein schönes großes Tablett. Das eine, das kann ich nicht zuordnen, aber es kennt Hubert vielleicht. Das ist auf jeden Fall sehr schwer. Ja, also wir haben schon ähnliche Sachen gefunden und das sind meistens die Füße für die Obstschalen. Und deswegen sind die auch so schwer, damit die Schalen dann nicht kippen. Ja, und das Blech ist natürlich auch wunderschön, jetzt noch nicht, aber sobald wir das putzen, man sieht hier auch, wie das Logo schon wieder rauskommt von der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft. Und ich habe jetzt nur ganz leicht geschrubbt mit dem Handschuh und schon kommt das Silber wieder durch. Ja, also hier sehen wir immer den Unterschied. Wenn die Sachen tief im Sediment lagen und nicht oben auf, dann sehen die Sachen fast unberührt aus. Dann kann man als Taucher das einmal unter Wasser so abwischen und dann sehen sie aus wie poliert. Ja. Die Taucher sind zufrieden mit den Funden heute. Aber es ist noch lange nicht alles geborgen. Jetzt muss noch ein bisschen was passieren, das heißt oder bedeutet, wir brauchen in den nächsten Wochen mehr Manpower oder Womanpower und dann werden wir wirklich die Gelegenheit haben, noch mehr Funde abzubergen, damit hier auch so wenig wie möglich zurückbleibt. Ein größeres Boot und mehr Taucher. So sollen die Bergungsarbeiten ab jetzt weitergehen. Währenddessen plant Kurator Gerrit Menzel die Ausstellung im Museum in Hamburg.
Das Grundkonzept ist, dass wir den Vitrinenboden möglichst vollständig mit dem Silber bedecken wollen oder mit dem Hotelsilber bedecken wollen, sodass das so ein bisschen die Anmutung hat, als wäre dies ein Ausschnitt vom Meeresboden und die Sachen würden dort noch auf ihre Entdeckung warten. Als wenn jemand seine Schatzkiste ausgekippt hat. Und dann wird es hier einen Text geben, wo Sie die Geschichte vom Untergang der Monte Olivia bekommen und natürlich insbesondere von Auffinden und Bergen des Fundes. Und hier kommt noch eine große Vitrine hin und da ist dann das große Modell der Monte Olivia drin, also auch ein Werftmodell, das aus der Zeit selbst stammt, wie eben auch das Silber. Und die kommunizieren dann miteinander. Als 17-Jähriger fuhr Heinrich Müller 1927 auf der Monte Olivia nach Buenos Aires. Seine Tochter erinnert sich an die Geschichten seiner Reise, will dem Museum Briefe übergeben. Ja, es beeindruckt mich, irgendwie berührt es mich natürlich, ne? Weil da wäre ich ja noch nie drauf gekommen. Ich meine, ich kenne so gesehen Geschichten von der Monte Olivia schon seit ich so klein war. Da wusste ich nicht, was das für ein Schiff ist, das habe ich dann erst später begriffen. Aber wie Vater denn von den Auswanderern erzählte, ich will jetzt lieber nicht genau erzählen, was er erzählt hat, aber es verbindet einfach, ne? Das ist fürs Beeindrucken, dass das Sachen sind, die vielleicht mein Vater schon in der Hand gehabt hat. Eventuell sogar diesen Kabinenschlüssel. Das ist 216, ja. Mein Vater war, glaube ich, 503 oder sowas. Und zwar waren das große Kammern, wo sie zu, was weiß ich, 20 Leuten drin gehaust haben. Und da sind sie dann aber ganz schnell ausgezogen und sind dann in Kabinen umgezogen, weil das da in den anderen nicht auszuhalten war, kann man sich ja vorstellen, so mit Seekrankheit und so, ne? Und dann haben die in Kabinen so zu 3, 4, 5 Leuten geschlafen. Also das weiß ich wohl, das geht aus seinen Briefen hervor, ne? Ihr Vater wollte in Buenos Aires auf einem anderen Schiff als Matrose seinen Dienst antreten. Auf der Monte Olivia reiste er 3. Klasse. Er hat viel und lang geschrieben, zum Teil auch sehr humorvoll. Sieht ja aus wie das Manuskript eines Romans. Oder war irgendein Fest an Bord, Tanz oder sowas, da konnte er nicht viel mit anfangen. Ich sitze hier im Schreibzimmer, fast mutterseelenallein. Die anderen sind alle im Speisesaal, wo heute Tanz ist. Nachdem ich dort versucht hatte, meinen unbezähmbaren Durst durch ein Glas Zitrone zu löschen und zu dem Zwecke schweren Herzens 20 kostbare Reispfennige geopfert hatte, beschloss ich in meinem Herzen, hier oben ungestört die Ereignisse des verflossenen Tages zu notieren. Der heutige Tag war mal wieder wunderschön. Das ist klasse, man hat das natürlich ganz anders vor Augen, ne? Das ist ja immer, wenn man so Räumlichkeiten kennt oder gesehen hat. Habe ich mir auch anders vorgestellt, aber sieht ja ganz gemütlich aus. Das ist dann so ähnlich wie mit dem Geschirr und das Gefühl, das hat der wahrscheinlich alles gesehen, da ist der irgendwie mal gewesen. Ne? Das ja, berührt irgendwie. Für den Historiker ist das ein weiteres Puzzlestück Geschichte. Jeder Mensch ist Geschichte. Es ist nicht bloß, wenn man berühmt oder bekannt war, so, sondern jeder Mensch ist Geschichte. Ein kleiner Schiffsjunge, der zu seiner Einsatzfahrt nach Buenos Aires antritt, ist ja für sich schon eine tolle Geschichte. Das könnte für sich schon filmreif sein. Und es ist schön, solche Geschichten zu sammeln und auf diese Leute zu treffen und sie bei uns dann irgendwo ja auch alle zusammenzufügen. 16 Taucher wollen heute auf einem Katamaran zur Fundstelle der Monte Olivia starten. Einige sind von weit her gekommen. Oh, ich freue mich total. Endlich wieder andere Gesichter sehen, viel mehr Platz auf dem Boot und ja, ich freue mich. Ist immer wieder total spannend, macht auch tierisch Spaß. Man weiß nie, was man kommt, also was man bekommt oder was man sieht oder ob man was sieht und wie lange man bei der Kälte durchhält. Das ist schon ziemlich kalt da unten. Bis jetzt jedes Mal immer wieder was gefunden, ne? Und Wetterbedingungen passen heute. Hoffen wir uns mal einiges. Wenige Tage vor dem Pressetermin. Endspurt bei den Tauchern. Herzlich willkommen und guten Morgen. Und natürlich freuen wir uns, heute wieder bei euch sein zu dürfen. Und dann die große Enttäuschung. Die Taucherlaubnis wird heute nicht erteilt. Trotz bester Wetterbedingungen. Wir haben die Meldung des Hafenamtes bekommen, dass für heute der Liegeplatz 31 nicht betaucht werden darf, weil ein Schiffsanlauf früher erfolgt ist als geplant. Ich hoffe, nicht zu sehr enttäuschte Gesichter, aber wir müssen flexibel sein, flexibel reagieren. Und ich denke,
Das bekommen wir auch heute hin. Es gibt nur noch zwei weitere Tauchtermine vor der Präsentation im Hamburger Museum. Die Zeit wird immer knapper und jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten, aber Hubert plant das immer sehr gut. Und ja, also ich glaube daran, dass wir noch was bergen können. Was natürlich bedauerlich ist, wir haben in der nächsten Woche eine große Pressekonferenz und mit Bekanntgabe dieser Fundstelle ist natürlich immer das Risiko, dass sich jetzt Plünderer auf dem Weg machen. Aber die seien eben gewarnt, die Stelle wird überwacht, auch von der Wasserschutzpolizei. Und es ist ein Straftatbestand, wenn man dort die Fundstelle plündert. Das Geheimnis um den Schatz der Monte Olivia. Berühmtheiten fuhren mit diesem Schiff nach Südamerika. Aussiedler in eine unbekannte Zukunft. Fast ein Jahrhundert lag der Silberschatz auf dem Meeresboden verborgen. Heute wird das Geheimnis endlich gelüftet. Pressetermin in Hamburg für Journalisten und Fachleute. So einen Fund hat es in der Geschichte der Hamburg Süd auch noch nie gegeben. Das Schönste an der Geschichte ist, wenn man sie in irgendeiner Art und Weise erlebbar macht. Diese unglaubliche Masse natürlich an Exponaten, die Sie hier sehen, und ist ein unschätzbarer ideeller Wert. Das ist die Belohnung für die Mühen, die wir hatten, ne? Da ist man schon ein bisschen stolz, dass man dabei war. Also schon ein schönes Gefühl. 21 Tauchgänge, mehr als 350 Silbersachen, dazu noch unzählige Beifunde. Für Historiker Gerrit Menzel fängt die Arbeit jetzt erst richtig an. Es ist eine Sensation. Man hat ja gar nicht damit gerechnet, dass so etwas da noch liegt. Und umso glücklicher, dass es dann zu uns kommen darf. Denn das ist gar nicht so selbstverständlich, wenn teilweise noch nicht mal klar ist, wer denn nun eigentlich der rechtmäßige Leihgeber wird. Vor Schatzräubern sind die Silbersachen jetzt sicher. Aber wem gehört der Schatz? Dem Finder oder dem ursprünglichen Eigentümer? Die Familie Oetker, bekannt durch das Unternehmen Dr. Oetker, war zumindest Eigentümer der Hamburg Süd. 80 Jahre lang bis 2017. Philipp Oetker arbeitet noch heute für die Reederei. Losgelöst von aller Juristerei war unser Entschluss als Familie zu sagen, wir brauchen eigentlich einen musealen Partner. Ein Partner, der diesem Auftrag gerecht werden kann, diese Funde und diese Gegenstände einfach der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie auch zugänglich zu machen für wissenschaftliche Arbeit. Finder und ursprüngliche Eigentümer haben sich zumindest geeinigt. Der Schatz gehört ins Museum. Dort wird er seit Anfang Juni gezeigt. Ja, wenn ich jetzt so die Gesamtheit des Schatzes betrachte, dann glaube ich, kann man das im ersten Moment noch gar nicht so fassen. Man braucht dann einfach mal wieder einen ruhigen Moment, wo man das vielleicht noch mal so ein Resümee zieht und das verinnerlicht. Und es ist einfach was ganz Besonderes. Und noch immer gibt es Silbersachen der Monte Olivia auf dem Fördegrund. Die Taucher werden noch einige Zeit brauchen, um alles zu bergen.